Die Märkte werden heute durch die Politik getrieben sein und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben diese Märkte. Schon in Ermangelung von Konjunkturdaten wird sich der gesamte Fokus richten auf das Treffen der EU-Finanzminister mit dem neuen griechischen Finanzminister Varoufakis. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist der Außenminister Griechenlands in Moskau. Da kann man also mal schnell telefonieren und sagen, okay, die Europäer wollen nicht, dann machen wir es vielleicht mit Moskau, dass wir hier ein paar Hilfsgelder erhalten. Der russische Außenminister hat gestern gesagt, ja, grundsätzlich vorstellbar, aber die müssten in Rubel bezahlt werden, anders geht das nicht. Und es kann sein, dass die Griechen sich das dann nochmal überlegen angesichts der nicht wirklich vorhandenen Stabilität des Rubel. Wir haben heute in Asien Feiertag, in Japan Tag der Gründung der Nation, daher kein Handel. Wir sehen in Hongkong die Kurse negativ, minus 0,85. In Shanghai geht es leicht nach oben. Hier interessante Aussagen wieder durch die Notenbank, die heute Nacht gesagt hat, die größte Gefahr, die es in China gibt, ist Deflation. Das muss man sich mal vorstellen. Wir glauben ja, China wächst ins Unendliche, aber nein, man hat dort deflationäre Probleme. Das haben gestern die Verbraucherpreise gezeigt, die Erzeugerpreise gezeigt, die seit 3 Jahren fallen. Und eine Wirtschaft, die deflationär ist, tendenziell, die ist nicht wirklich auf einem gesunden Weg. In Australien fallen die Kurse um fast 0,5%, weil die Rohstoffpreise wieder fallen und die Chinesen schlechte Laune haben. Heute, wie gesagt, keine wichtigen Termine, aber es ist eben alles heute wieder in Sachen Politik unterwegs. Das war gestern schon der Fall, als die Märkte herauf und runter gingen, je nach Agenturmeldung, wie es aussieht, EU-Kommission, Kompromissvorschlag mit Griechenland, ja oder nein. Und dann negative Kommentare von anonymen EU-Offiziellen, das hat die Märkte geschüttelt. Und wie heute die Märkte geschüttelt werden, das sehen Sie bei finanzmarktwelt.de wie jeden Börsentag. Jetzt schauen wir mal rein in die Charts und gucken, wie die Dinge sich hier darstellen. Wir sehen den DAX, der ja gestern diese Nervosität zeigte, unter die 10.700er Marke abgetaucht ist, um dann sich nachhaltig zu erholen, sogar über die 10.8, auf XDAX-Basis knapp unter dieser Marke geschlossen werden, um und bei 20 Pünktchen wohl schwächer reinkommen, 10.770 um und bei, nach derzeitiger Indikation dürfte es losgehen. Das dürften wir, oder das wissen wir auch, weil hier der Dow Jones Future uns hier Auskunft gibt. Hier, das ist der Dow Jones auf Kassabasis, aber nach dem Future getaxt, und der Future, der wird ja fast durchgehend gehandelt. Insofern gibt es hier diese Indikation, also ein paar Pünktchen wird es beim DAX wohl tiefer werden. Dennoch, die Vorzeichen stehen nicht so schlecht für den DAX. Es ist natürlich die Frage, wie die Nachrichtenlage heute sein wird in Sachen Griechenland. Das wird das alles bestimmte Thema, und wie die Sachen hier ausgehen, das ist schlichtweg schwer zu prognostizieren. Das ist der Euro-Dollar, der seitwärts läuft, der wenig Lust hat derzeit, der sich nicht aus dem Fenster lehnen will und sagt, ich warte erstmal ab, was hier passiert. Schauen wir uns mal Dollar-Yen an, ist gestiegen heute über Nacht, normal ein Zeichen von Risikobereitschaft. Klar, die Japaner hatten heute Feiertag, lagen in ihren Betten und haben sich für den Yen nicht wahnsinnig interessiert, aber wenn Dollar-Yen nach oben geht, ist es selten so, dass die Aktienmärkte nach unten crashen. 119,57, 120 nächstes Ziel, möglicherweise 125 und dann das weitere Kursziel. Schauen wir uns mal den Ölpreis an, das Crude Oil hier, $50,54. Gestern ging es doch stark nach unten. Es ist wohl so, dass das Öl jetzt Schwierigkeiten haben wird, hier die 54er Marke, die wir kürzlich nochmal angesteuert haben, nochmal zu überwinden. Könnte wirklich jetzt eine Etage auch nochmal tiefer gehen, und das Gold, das ist bei 1238, zappelt so hier seitwärts vor sich hin nach dem Abverkauf, den wir kürzlich gesehen haben. Also, es sind politische Märkte, es sind interessante Märkte daher, weil sie sehr starke Nachrichten getrieben sind und man sich vorstellen kann, in welche Richtung vielleicht der nächste Move kommt, aber viele mögen das nicht, kann man auch verstehen. Ich drücke trotzdem die Daumen, falls Sie da aktiv sind, und wünsche einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao.